Vor genau einem Jahr ist das Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung in Kraft getreten. Das Gesetz sollte bewirken, dass Firmen und Privatpersonen ihr Geld nicht mehr in Steueroasen transferieren können und so die öffentlichen Haushalte beschädigen. Aber ein Jahr nach dem Inkrafttreten ist das Gesetz noch kein einziges Mal wirklich zur Anwendung gekommen. Der Grund? Die Finanzlobby hatte bei der Entstehung durchgesetzt, dass schon die bloße Bereitschaft eines Landes, mit Deutschland über ein Steuerabkommen zu verhandeln, ausreicht, um dieses Land nicht mehr als Steueroase gelten zu lassen. Und deshalb hat auch die Bundesregierung erklärt, es gibt momentan überhaupt keine Steueroase, weil mit jedem Land verhandelt wird. Doch das Problem ist noch größer. Selbst wenn ein Abkommen geschlossen wird, dann stützt sich dieses immer nur auf den sogenannten OECD-Standard in Steuerfragen. Und der setzt nur voraus, dass ein Austausch über Informationen zwischen Deutschland und einem anderen Land dann stattfinden soll, wenn Deutschland einen konkreten Hinweis auf Steuerflucht hat. Und das ist natürlich ein Witz, weil Deutschland muss also genau das, was es herausbringen will, eigentlich im Vorhinein schon wissen. Das einzige Effektive ist, einen automatischen Steuerinformationsaustausch vorzunehmen. Nur dann kann man wirklich sehen, was an Steuerflucht stattfindet. Einen solchen Standard bräuchten wir unbedingt. Es ist aber noch nicht absehbar, dass die Bundesregierung irgendetwas in dieser Hinsicht tut. Andere Länder sind da effektiver. Brasilien zum Beispiel hat eine eigene Liste mit 65 Steueroasen. Die USA drohen der Schweizer Bank UBS sogar mit Lizenzentzug in den USA, wenn sie nicht kooperieren bei der Steuerflucht von US-Bürgern. Wie unwirksam insgesamt die Bemühungen gegen Steueroasen noch immer sind, zeigt eine Zahl aus dem aktuellen Reichtumsbericht der Boston Consulting Group. 2009 ist das Vermögen in Steueroasen noch einmal deutlich gestiegen auf 7,4 Billionen US-Dollar. Und unter dieser Steuerflucht leiden nicht nur Länder wie Deutschland, sondern vor allem auch Entwicklungsländer, denen jedes Jahr ungefähr ein Betrag in dreistelliger Milliardenhöhe US-Dollar verloren geht. Damit also die Haushalte in Deutschland, in Entwicklungsländern, in allen Ländern der Welt nicht mehr geschädigt werden durch Steuerflucht, muss endlich ernst gemacht werden mit dem Kampf gegen Steueroasen.